Das größte Problem, was wir haben, ist, dass die Religion nicht praktiziert wird. Und die wird nicht praktiziert, weil irgendeine Gruppe von Menschen, die Medien in der Hand haben, da wird gesagt, das sind die so und so aus dem Land so und so. Das ist uninteressant. Das ist, weil wir es schuld sind. Und dieses Ganze, die anderen bringt nichts. Wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen, die Leute aufzurufen. Ich sage euch eins, ich hatte diese Woche 2 Tage, war ich in der Stadt gewesen, in Düsseldorf. Und wir haben dort ein Dauerzelt gehabt, mitten in der Stadt, ein Mikrofon, dann haben wir dort eine Rede gehalten und da kamen Leute, haben sich hingesetzt. Viele Lehrer, gerade auch die das Christentum lehrt, sind ja auch... Kam dann eines Tages, hatte ich eine Diskussion mit einem Pfarrer gehabt, wo es um einige Punkte ging, und dann heißt das, ich korrigiere nicht Gott, sondern ich verbessere etwas, was in das Buch hineingekommen ist. Ja, ist klar, aber die Sache ist ja, ich sage, das ist von Gott. Und wenn beispielsweise laut Christus und laut Timotheus, ja, 1. Timotheus 3,16 und 2. Timotheus 3,16 sagt, alles von der Schrift ist dazu da, um zu lehren, zu weisen und so weiter. Müsst ihr vorstellen, man geht. Liebe Zuhörer, möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Informationsstand zum Islam. Ich habe hier einen kleinen Vortrag vorbereitet für Sie. Den habe ich auch vorhin schon mal vor 2 Stunden gehalten. Möchte ich jetzt gerne mal wiederholen, weil ja doch noch mehrere andere Leute gekommen sind. Da kommen so viele Leute vorbei, die diskutieren mit dir. Manche, die wollen mit dir streiten, aber die gehen direkt wieder. Aber viele Muslime kommen. So, wenn du jetzt sagst, guck mal hier, Muslim. Wie gesagt, 2 Mädchen, die kommen zu mir, die wollen Gebet lernen. Die haben Liebe für die Religion, aber wer bringt ihnen den richtigen Weg bei? Dann sagst du zu denen, wisst ihr was? Wir haben am Wochenende da und da und da gibt es einen Unterricht. Bumm. Ausgehangen. Überall ausgehangen. In den Läden, in den Geschäften. Muslimische Geschäfte. Du gehst zu jedem muslimischen Geschäft, machst ein Plakat. Muslimischer, islamischer Unterricht auf deutscher Sprache, dann und dann. Wisst ihr, wie viele kommen werden? Wir machen ein Seminar, Gebet. Lerne das Gebet. Wisst ihr, viele kommen werden, die wollen mal das Gebet lernen, die wissen es nicht. Glaub es mir. Wir haben draußen Leute, die können noch nicht mit die Shahada. Bruder, ich habe einen 14-jährigen Marokkaner getroffen, der konnte die Shahada nicht aussprechen. Kannst du dir vorstellen? Soll ich den Muslim nennen? Er kann Shahada nicht aussprechen. Ich habe ihm die Shahada beigebracht. Ich habe gesagt, du kannst jetzt nach Hause gehen zu deinen Eltern, kannst sagen, heute ist ein deutscher Muslim zu mir gekommen, der hat mir die Shahada beigebracht. Nach 14 Jahren haben wir es geschafft. Aber wichtig ist, Brüder, wir müssen auf die Leute zugehen. Wir können nicht warten. Wir können nicht etwas anbieten und dann warten, bis die Leute kommen. Oder mitten in die Stadt stellen. Du kannst dir vorstellen, mitten in der Stadt, du stehst auf der hohen Straße, machst so ein Ding, und da war Stand. Da kommen am Tag 10.000 Leute vorbei. Den Allah recht leiten will, der kommt vorbei. Gibst ihm ein Buch, erzählt ihm was, tick, tick. Manchmal die Worte, pam, die gehen direkt ins Herz rein. Aber man muss sich bewegen. Haraka baraka. Verstehst du, wenn du Bewegung machst, kommt die Baraka, kommt der Segen. Aber das Problem ist, Brüder, wirklich, das Problem ist, wir müssen uns bewegen. Weil der Prophet a.s. sagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder gebietet das Gute, oder er verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden. Und dann werdet ihr Dua machen. Glaub es mir, schau dir die Gegend an. Glaub es mir, du willst dein Problem wegschaffen, du machst Dua für deinen Sohn, für deine Tochter, die weg sind. Fange an, richtig nach vorne zu gehen. Glaub es mir, die Situation wird sich ändern. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird die Lage eines Volkes erst ändern, bis sie das ändern, was sich selber ist. Und unser Herz muss schlagen für diese Religion. Unsere Lunge muss schlagen, jeder Atemzug muss hierfür sein. Und glaub es mir. Dann wird sich etwas ändern. In tansurullah yansurkum. Hilfst du Allah, Allah wird dir helfen. Und das wird kommen.